Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange. Ja, wir sind am Start. Wir sind bereit zum Lab zu gehen. Das heißt, wir benötigen unsere Mütze und die gute Gitarre. Ich frage mich nur, welche Mütze sie meint. THC-Fruchtgummi. Ja, das kann nicht schaden, ne? Ich wünschte, ich wäre Steffs Rat gefolgt. Alex, vielen Dank für die runde Kicker. Ehrlich, und ist immer nur ein davon. Steph. Ach, du hast mehr gegessen, Supi. Steph, ich werde dich umbringen. Alex, Steph sagte mir, dass du bereit wärst, an unserem nächsten Abend mit offenem Mikrofon zu spielen. Es würde die Stimmung auflockern und das Eis brechen. Klappt das für dich? Jet, Taverne Black Lantern. Es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Da sollen wir singen. Warum nicht, ne? Aufgabenliste? Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Herausfinden, was mit Diane los ist. Sie vielleicht lesen. Alex arbeitet dran. Wie sich herausstellt, ist Gesellschaftsrecht kompliziert. Alle drei sind irre teuer. Vergesst es. Andere Typhon Städten in den USA im Ausland nachgucken. Ryan. Das könnten wir doch jetzt zum Beispiel schon machen am Laptop, oder? Da waren einige echt süße Fotos von Kate. Keine andere Option habe ich leider. Ein Foto? Eine Truhe. Ich habe eine Truhe. Ha, da ist sie. Schlüssel? Warte. Nehmen wir. Halb Person, halb Kipplaster. Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war. Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Auf der Suche nach der Feder. Gabe, das hatte Gabe, weiß ich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Oh. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Machen wir jetzt? Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Oh. Du bist heiß. Beeil dich und beende deine Schicht mit Liebe. Das war's? Okay. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Vielleicht hat er aufgehört zu rauchen. Man weiß nie, wenn man ein Streichholz braucht. Okay, wir haben Streichholz am Start. Ich gebe noch nicht auf, Gabe. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Die Feder, die Feder, die Feder. Der Gartenzwerg. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Sie meinte, Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt, aber ohne Sonnenbrille. Laufen wir wirklich mit dieser komischen Mütze rum, ne? Belastend. Wo ist die Feder? Streifenhörnchen, Musik? In der Box? Karton? Feder! Die kleine, miese Feder. Können wir es auch noch umziehen? Will die so gehen? Mit dem einfach als... sie ist ja als Badin, geht sie ja dahin. Die Frage ist nur so? Wir müssen uns doch noch umziehen, oder? Okay. Jetzt brauche ich nur noch meine Gitarre. Nee, du brauchst ein anderes Outfit. Was ist das denn, was du da anhast? Was soll das? So ein bisschen auf Bade angelehnt. Ein bisschen. Bewaffnet. Jetzt geht's los. Alex, die Badin. Zu ihren Diensten. Hey, Zeit, Alex. Loszuziehen. Steph hier. Tut mir leid, dass ich wie eine Verrückte rausrennen musste. Freue mich darauf, dich heute Abend in der Lantern richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Ach so, das ist schon alt. Ich hab da ja schon einiges von. Ich denke, das hatten wir auch schon. Tut mir leid, die Meisterschaft war endgültig. Was? Witz. Oh, du Miststück. Lol. Ich war am Boden zerstört. Ich würde gern wieder spielen. Kommst heute Abend vorbei? Irre. Alex, ich leite ab diese Woche eine Kampagne für Tunnel und Gemächer, falls du mitspielen willst. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich dafür tun muss.
Mit Snacks rumsitzen, Rollenspiel einer coolen Geschichte, so tun, als meucheln wir was, ich fasse zusammen. Ist es okay, wenn ich fruchtbar bin? Das wollte nicht über meine Lippen. Du wirst nicht, nicht fruchtbar, siehste? Furchtbar, siehste, siehste? Du wirst nicht furchtbar sein. Guck bei unserer ersten Sitzung nur zu. Wir improvisieren. Irre, hast du heute Abend Zeit? Ryan und ich treffen uns, wollen dich auf dem neuesten Stand bringen mit dem, was wir zu tüffeln gefunden haben. Verflucht, ja. Ich würde gern helfen. Ey, was geht? Was hältst du davon, deine Gitarre zum Plattenladen zu bringen und eine Jam-Session zu veranstalten? Vor anderen lebendigen Menschen? Nur von den lebendigen Menschen. Ich habe nicht vor anderen gespielt, seit solange ich mich erinnern kann. Ich bin etwas eigen, was viele Dinge angeht. Aber in dieser Sache bin ich eine urteilsfreie Zone. Was soll? Was soll's? Tun wir es. Wann? Jederzeit. Heute Abend? Ich bin hier. Ich denke, ich brauche heute Abend eine weitere Jam Session. Was sagst du? Ich sag ja. Ja, ich habe ein paar Ideen. Oh je. Kein oh je. Versprochen. Nebenbei, du bist echt großartig. Du hast eine tolle Stimme. Danke, das ist viel zu lieb, vielleicht sogar komplett gelogen. Nee, SOS. Nicht sicher, ob das Lab stattfinden wird. Ethan ist nicht interessiert. Scheiße, klingt, als hole sein Vater ihn in ein paar Stunden ab. Oh oh, scheiß Leben, Ideen? Lass mich versuchen, mit ihm zu reden, bin gleich da. Heldin, oh oh. Oh oh. Oh oh, und wir haben hier noch, ach, die Notizen von jetzt. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Alex. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Ich weiß, dein Angebot, Miete zu zahlen, zu schätzen. Nimm dir ein paar Monate, um dein Sparschwein zu füllen. Dann können wir reden, Jed. Taverne Black Lantern. Stoßt an auf gute Gesellschaft. Der ist echt nett, ne? Der ist echt nett. Erlässt er ihr die Miete? Oh, haben wir was vergessen? Wait. Habe ich was vergessen zu öffnen? Oder warum haben wir den Schlüssel genau da hingelegt? Warum hat sie den nicht mitgenommen? Wofür war der Schlüssel? Um die Truhe abzuschließen? Werden wir überfallen? Ethan. Ethan. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Gabe, komm. Gabe hat sich so auf das Lab mit dir gefreut. Ich wette, er würde wollen, dass du mitmachst. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Oh, jetzt ist er wütend? Nee, traurig. Ängstlich? Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Könnten wir auch machen, ne? Dann lass es. Naja, dann tu halt nicht so. Sei du selbst. Oder du selbst mit Schaumstoffschwert und komischem Helm. Aber was, wenn es mir trotzdem, naja, keinen Spaß macht? Dann lass es. Ist auch okay. Niemand wird enttäuscht von dir sein, weil du du bist. Okay.
Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Oh, der König. Fëanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh. Oh, ja klar. Ja. Hi. Die Ogerhorden, ne? Das hatten wir schon. Eine Horde von Ogern. Gefährlich und groß. Doch Fëanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte. Ihr müsst also die Bardin Elwyn sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung, denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Verstanden? Klar. Ja. Gut. Dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Oh oh. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Also, du bist wirklich Alwyn? Ja. Erkennst du mich etwa nicht? Oh, ja, natürlich. Charakterbogen. Halb elf, Bade, Stufe 1, Trefferpunkte 10, verstimmter Akkord, 1 Schaden. Okay, okay. Seit der erschütternden Attacke auf... Ja, das hatten wir schon. Das dein Charakter. Fëanor, Mensch, Krieger, Stufe 1. Okay. Flammenklingel. Klinge. Das ist die königliche Straße. Die Taverne. Okay, 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 okay. Da ist ein Troll. Eine Trollhorde da unten. Okay, gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Es ist lange her, seit Carneris. Genau. Das waren gute Zeiten, hä? Huh? Abgesehen von den Spinnen. Ja. Aber schön gemacht hier, huch. Ich hatte noch irgendwas, ne? Erinnerung, wir haben geöffnet. Wir wissen, dass viele von euch im Vorfeld des Frühlingsfests florale Bedürfnisse haben. Also werden wir trotz des Events auf der Hauptstraße bis 17 Uhr geöffnet haben. Achtung, Monsterjäger. Dies scheint das Resultat eines interdimensionalen Risses zu sein, der eine Floristin aus einem anderen Universum in unsere Welt gebracht hat. Das Elster-Imperium wird dies untersuchen. Ich bin froh, dass du Spaß hast, Liebling. Das Elster-Imperium. Erschien in der Nacht und verwandelte einen leeren Laden in einen gut bestückten Zauberladen. Sterbliche Einwohner werden ermutigt, vorbeizukommen und unsere Waren in Augenschein zu nehmen. Okay, da müssen wir doch direkt mal reingucken, ne? Ist die Frage, können wir auch in Geschäfte gehen? Wir gucken mal. Du gehörst nicht zu uns. Aus. Wo sollen wir nur danach suchen? Pass auf, du. Sorry. Pass auf, du. Pass auf, du. Ja, ja. Hab dich im Auge, mein Freund. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Alex, Ethan, wir erstmal. Maggie,
Nee, wir machen die ergreifende Hymne. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Ja. Nee, wir machen stumpfen Angriff mit der Flammenklinge. Flammenklinge! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Ja, klar. So, jetzt können wir mal einmal ausprobieren, um uns zu heilen. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Ach, für beide dann. Okay, das wollte ich nur wissen. So, und hier versuchen wir mal mit Magie. Schild des Mutes. Schild des Mutes. Beschützt durch das Schild des Mutes. Ich brenne immer noch. Aber wir haben keine Gesundheit dazu gekriegt. Das ist ja unfair. Angriff. Verstimmter Akkord. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Ich habe seine Gesundheit gar nicht gesehen. Aber wir haben gewonnen. Leute. Oh, cool. Schlüssel und eine Münze. Ich habe einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. Oh oh. Okay, Effekt 3 Schaden für Gegner plus 1 Schaden für Verbündete kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Alright. Komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ich bin gespannt. Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Okay, wunderbar. Wir werden weitergehen, aber erst in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.